So macht man Wecker. Na dann. Meine macht. Oh, kennst du, Sami hat mir das letztens gezeigt, da halt Daruk Sandstorm mit Amino Ja, gemixt. und das hat er Oh von mein Gott. Zerkan. Junge, ich hab mich so tot gelacht, weil es sind halt einfach die Lieder. Und es war so gut. Ja, der Anfang ist ganz cool, aber dann so Ja. nach ein paar Sekunden wird's dann echt schlecht. Amino. Amino. Ach man, ey, ich muss mir das gleich wieder anhören. Da musst du jetzt noch Dings dazu mischen. Look at my horse is amazing. Give it a lick. Boah, hier gibt's 43 Sehenswürdigkeiten. Ja. Das ist schon ein bisschen. Haben wir ein bisschen was zu tun? Ja, aber wir haben ja Zeit. Die nächsten Wochen. Hier oben waren wir doch schon. So. Dann können wir wieder zurück über die Brücke und dann weiter Richtung Norden. Also ich werde mich einfach gleich dir anschließen bei dem Wegpunkt dort. Ich wollte hier noch kurz was machen. Ja. Ah, so kriege ich dieses Ganze. Warte mal. Ach, da. Ich habe die ganze Zeit Sachen hier im nicht Auktionshaus, ist das ja nicht, Schwarzlöwen der Handelsgesellschaft verkauft. Und ich wusste nie, wie ich das Geld kriege. Man Ja, muss ja zu lol. diesen Handelsposten oder keine Ahnung, wie die heißen. Ja, warte mal eben. Viel schneller als ein Centaur. Hä, wieso? Ach, ich bin beim falschen Dingen, deswegen. Ich wundere mich schon. Um jeden herauszufordern, der meint, es mit mir aufnehmen zu können, wenn ich mit euch fertig bin, fürchtet ihr alle meinen Hammer. Ach, schon wieder. Ein mächtiger Bären. Einer von uns kriegt gleich für was auf. Ein mächtiger Bären. Einer von uns kriegt gleich was auf die Mütze. Und zwar nicht ich. Hä, bei mir ist er immer noch am Reden, ey. Ja, weil ich ihn auch nochmal angesprochen habe. Verloren? Reiner Felsbrecher? Besiegt? Ja. Weil du ein Großmaul bist. Nicht, weil wir mit mehreren Leuten auf dich eingeprügelt haben. Nein. Jo, und was denkt er sich mit seiner Rüstung, die ihn nur zur Hälfte, noch nicht mal zur Hälfte bedeckt? Sehr gut. Schlimm. Die Hüpfe. Ja, das sah schon irgendwie gay aus. Schon ein bisschen. So Gummibärchen schlumpfmäßig. So la 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 la.
Da schon wieder, guck sie an. Jetzt geht der Kampf richtig los. Oh. Ich hab das gar nicht gesehen. Ach so. Ich hab das gar nicht gesehen. Warte mal. Da oben gibt's eine Sehenswürdigkeit. Hat die noch was dieser für mich? Dieser Ort ist längst nicht so sicher, wie wir glaubten. Die Schaufler kommen immer näher und wir brauchen jede verfügbare Hilfe, um sie zurückzudrängen. Sie sitzen außerdem auf einem Hort von Zwergenartefakten und verhindern, dass wir diese untersuchen. Darüber hinaus mussten wir eine geheimnisvolle neue Bedrohung kennenlernen, eine Art von Dampfwesen. Wir haben versucht, mehr über sie herauszufinden, stehen jedoch vor einem Rätsel. Falls sie wirklich eine Gefahr darstellen, müssen wir das so früh wie möglich wissen. Okay. Klicken wir wieder auf Ja oder? Ja. Ach, wird dir das nicht angezeigt? Nein, was denn? Jetzt fragen die wieder, ob wir auf einen volleren Server wollen. Achso, hab ich nicht gekriegt, ne. Vielleicht weil du in dem, ne, da mache ich, klicke ich später drauf. Weil ich ein zu cooler Typ bin. Warte mal eben. Okay, lass zurückgehen, das Herz erstmal noch zu Ende machen. Okay. Und dann ist eh gleich in 5 Minuten schon wieder vorbei. Vorbei. Es ist vorbei bei Junimond. Was heißt schon wieder? Heute haben wir richtig lange gemacht. Jo. Das heißt richtig lange, aber schon länger. Im Vergleich auf jeden Fall. Fertig. Tschüss. Da gibt's noch eine Sehenswürdigkeit da hinten. Die hier? Ne, da unten. Achso. Kommen wir denn da runter? Man Mode activated. Junge, das springt. Facepalm. Was? Und ich bin tot. Warte, warte. Tja, ich sag da jetzt mal gar nichts hin. Oh. Karma, bitch. Oh. Danke, danke. Jawohl. Oh, guck mal, da hast du wieder Freunde. Oh. Ich hab's aber voll nicht drauf. Warte mal. Wir könnten da im Norden noch den Sehenswürdigkeit holen. Let's go. Achso. Die ist auch, glaube ich, unten in der Höhle. Da sieht man die Höhle schon. Ich fühle mich stark. Rückzug!
Holy shit. Bewerfen die uns einfach mit Wasser oder sowas. Jawohl, und ein Level-Up sogar noch gekriegt. Nice. Ist zwar nicht die gewollte 40, aber... Man muss auch halt dazu sagen, je höher man kommt, ne, desto weniger wird's dann halt auch einfach. Ja, ja, klar. Und wir haben 15 Level jetzt 2 Tage geschafft, ich finde, das ist eigentlich schon... So, lass uns mal hier zu Abtei Durmann dahin gehen und da dann Ende machen. Da, siehst du das? Warte, ach da. Ich muss da nämlich auch gleich wohin, verstehst? Okay. So, so, drehen. Oh, warte. Wait, what? Okay, ich verstehe. Der junge Mann hat Fieber, er kann nichts dafür. Schön, dass dein Hund jetzt direkt vor mir steht. Und einfach mal so aussieht, als wenn er fast genauso groß ist wie ich. Ja. 6 Stunden Stream heute. War eine Menge. Patrick, wann kommt der erste 24-Stunden-Stream? Den hab ich doch gemacht. World of Warcraft Start. Da habe ich fast 40 Stunden gestreamt. Ja, aber doch nicht 40 Stunden? Ja. Wir haben doch gemacht, so lange bis wir Max-Level sind alle. Bis wir 100 waren, stimmt. Ja. Und Fabian war der Erste, oder? Ja, der hatte irgendwie nur 8 Stunden gebraucht oder so. Aber der hat sich richtig darauf vorbereitet, richtig so extra Ingenieurskunst halt als Beruf, damit er halt für seine Schuhe die Verzauberung machen konnte, damit er schneller rennen kann und all solche Sachen halt. Ach so, der ist ein kluger Kopf, ey. Ja, wir wollten eigentlich auch als Gruppe, aber es gab dann auch Probleme mit den Quests und so und dann hat jeder hinterher für sich gemacht. Ja, ja. Und die beiden hatten mir gegenüber natürlich den Vorteil, dass sie von dem letzten Raid, den es gab in Pandaria, das Equip hatten und damit halt wesentlich besser gegen die Mobs angekommen sind als ich. Ich hatte ja ganz auf von Anfang von Pandaria nur Klamotten und habe dementsprechend länger gebraucht. Aber es war toll. Es war cool. Danach habe ich erstmal irgendwie 15 Stunden gepennt oder so. Aber das würde ich gerne mal wiederholen, also... Ich hätte mal richtig Lust auf so ein 24-Stunden-Stream oder sowas, ey. Ja, wir können ja mal gucken. Vielleicht werden wir irgendwie so, die letzten 20 Level oder so. Ja. Müsste man dann mal gucken, an einem Wochenende vielleicht, wenn die kurze nicht da ist. Ja. Wäre auf jeden Fall cool. Tschüss, Alter, dann wird so... alles weggesuchtet einfach. Auf jeden Fall. So, naja gut. Es ist Donnerstag oder eigentlich sogar schon Freitag, 2 Uhr morgens. Wir beenden den Livestream zu Guild Wars 2. Nächste Woche Mittwoch geht's weiter. Yo. Und Montag gibt's Dead Space. Bin mal gespannt, das wird bestimmt witzig. Dead Space wird richtig witzig, doch. Ja. Jo. Alles klar. Dann to the loop. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.